Ein sporthistorischer Moment, den sich 22.200 Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Es heißt Abschied nehmen von der Berner Fußball-Kultstätte. Was wurde hier schon gelitten, gejubelt und gefeiert? Freuen wir uns noch einmal auf Nationalliga A-Emotionen aus dem altehrwürdigen Wankdorfstadion. 20.17 Uhr, Anpfiff zu IB gegen Lugano. Allen Sentimentalitäten zum Trotz, Geschenke werden die Young Boys von Vizemeister Lugano kaum erhalten. Ja, sicher Kulisse sehr wahrscheinlich. Es war natürlich dort wieder einmal ein richtig volles Stadion gewesen. Wir hatten eine schwere Zeit hinter uns, wo wir wirklich vor 1500, 1800 Leuten gespielt haben. Und in diesem Stadion jetzt noch 22.000 gehabt. Ich weiss, dass ich richtig verrückt war, bis ich von Anfang an gespielt habe. Natürlich. Und natürlich noch das Goal, natürlich die Emotionen nach dem Goal. Und wo die Leute, man sieht es auch auf dem Video, wenn man so die Zusammenschnitte sieht, das ist natürlich riesig. Das hat IB zurück in Fußball gebracht. Wir sind endlich wieder in der Nazi A gewesen. Und da ist ein richtiger Startschuss in eine schöne Zeit, die sie jetzt geniessen können. Lugano, eine eingespielte Mannschaft, kein Neuling stand in der Startformation. Colavitti, Pazzotte, Rossi, 1:0. Die erste Torchance konsequent ausgenutzt. Wir konsultieren die Wiederholung und erkennen Folgendes. Jimenez hatte die Hand am Ball, Colavitti entscheidend gestört. Das Tor hätte nicht zählen dürfen, ein Handspiel von Jimenez. Rossi nützte die Möglichkeit, das Tor in der 18. Minute irregulär, aber es zählte. Julio Hernan Rossi, der Schütze in einem historischen Spiel, vielleicht ein Tor für die Geschichtsbücher. Die beiden hier haben bereits Geschichte geschrieben, Ottmar Walter und Uwe Seeler, Altdeutsch-Internationale, als Zuschauer. Ja, es ist sicher, man hat es nachher gesehen, vom ARD ist es gekommen. Ich meine, das war so ein geschichtsträchtiges Stadion gewesen. Dort war es auch ein wunderschönes Stadion. Ich habe sehr gerne gespielt. Und im Moment, drin, wo das Goal kam, ist es sicher einfach mal die Erleichterung, dass wir endlich den Ausgleich gemacht haben. Und nachher ist logisch, da sind die Raketen auf, die Zuschauer sind gekocht. Wir haben uns sicher auch gefreut, dass wir noch einen Punkt geholt haben gegen einen starken Gegner dort zum Lugano. Und es ist nachher umso mehr. Es ist wirklich, IB hat das Rüdig dreht das auch. Da sieht man die ganze Geschichte von dem Verein. Und ich werde wirklich heute noch immer angesprochen über das Goal. Und es zieht sich weiter. Und vielleicht habe ich mir das auch müssen verdienen. Ich habe auch nicht eine einfache Zeit immer in Bern. Und gleich habe ich da auch wieder mich reinbeissen und eine schöne Zeit gehabt. Und schlussendlich schaue ich auf eine super schöne Ära ein, die aufs und abs gehen alle. Aber ich denke, es war einfach ein schönes Goal gewesen. Und ich habe es geschossen. Und das bringt mir heute in den Herzen der Bayern Freunde. Und das ist ja auch schön. Mit Buri und Tikva kamen frische Kräfte. Die einen kamen, ein anderer ging. Olivier Biaggi. Der Luganese sah nach dieser Intervention die gelb-rote Karte. Lugano nur noch zu zehnt. Freistoß Ibe, Freistoß Deklu. Buri, der Ausgleich. Schwarz-gelber Freudentaumel. Das Wankdorf-Stadion bebte. Joko Buri war erst 3 Minuten im Spiel und schoss in der 69. Minute den Ausgleich. Er bewies Köpfchen. Reto Buri, der Berner Torschütze vom Dienst, Ibe kaum zu bremsen. So hatte man sich die Gala in Bern vorgestellt. La Olla brandete durchs Stadion. Ich meine, man sieht es auch noch auf dem Video. Ich habe noch in Berisha noch einen super abgelegt mit dem Absatz, gerade in den Lauf rein. Und im Nachhinein denke ich immer, heute noch, zum Glück hat er ihn nicht gemacht. Und ja, aber wir haben es untereinander wirklich gut gehabt. Man muss sagen, wir haben dort eine gute Kameradschaft gehabt mit einem Freien. Heute noch haben wir Freude, maximal gönnen, also ich kann weiterarbeiten dort. Und ich denke, wir haben wirklich eine glatte Gruppe gehabt, gute Zusammenhalt. Und ich denke, Ibe war wirklich auch am gesunden gewesen, mit guten Typen. Und man sieht es auch heute, Colavitti war lange im Staff gewesen. Hansi war im Staff mal gewesen nachher. Da ist der Freie, der immer noch im Staff ist. Ein Hebi, der lange im Verein geblieben ist. Und ich denke, das ist wirklich wieder, Ibe steht so richtig wieder so, aus meiner Sicht, gut ins Laufen gekommen. Mit guten Typen, die wirklich den Verein geprägt haben über die Zeit, anfangs Jahrtausendwechsel. Dann war es vorbei, 1:1 das Schlussresultat. Das Wankdorfstadion hat als Sportstätte ausgedient.
Und wir haben nun ein wenig Platz für Rührseligkeiten. Ja, ich glaube, wir haben wirklich IB aus einer extrem schweren Zeit. Ich meine, wir haben 6-7 Monate den Lohn nicht bekommen. Die Presse war sehr negativ gewesen. Es sind sehr viele Unwahrheiten sind gesagt worden. Die Leute haben sich natürlich auch rüdig eine Meinung gemacht und haben wirklich auch fünf Spieler zum Teil unter der Gürtellinie eingeschlagen. Das ist sich nachher auch bewusst gewesen, wo es der Beste gelaufen ist, miteinander noch geredet hat und wirklich das mal aus dem Weg geräumt hat. Und da sind wirklich so ein Hebi und ich, wo dann wirklich nachher mit einem Gügisermeter, der durchgekommen ist, ein Hänzi ist zurückgekommen, ein Dieselmark, den man geholt hat, Vardanian, Malaga. Wir haben wirklich noch einfach so eine Mannschaft hergestellt, die wirklich Typen hatte. Das war sehr gute Arbeit vom Staff von IB, dass sie die Spieler können motivieren können, auch in die Nazi B zu IB zu wechseln. Und das hat sich nachher komplett ausgezahlt. Ich denke, es ist nachher richtig Euphorie. Wir sind auswärts zum Match spielen. Wir haben 3.000, 4.000, 5.000 Berner an die Match auswärts hergebracht. Das ist, vorher haben wir 1.500 daheim gekommen. Plötzlich haben wir 3.000 mitgenommen auf Solothurn oder auf Baden oder auf Thun. Weiss nicht, die Derbys, die wir hatten, haben die plötzlich alle klar davon gewonnen, die man vorher verloren hat. Und ich denke, dass darum haben viele junge Leute natürlich das auch als richtig Aufbruch mitbekommen. Und, ich denke, da ist einfach ein starkes Kollektiv, gute Typen. Das hat es genau gebraucht, um den Aufstieg, weil das ist wichtig für den Verein. Haben wir sie wieder in die Nationale schießen können. Ja. Ja, ich bin sicher mein Transfer. Das ist auch meine längste Zeit, die ich noch immer gespielt habe, die ich nicht in Kriens gespielt habe. Und, für mich ist es einfach, hat mich jetzt auch menschlich rüdig weitergebracht, weil ich auch wirklich tief unten durch musste. Ich bin mit Bier beworfen worden von den eigenen Fans. Und alles nachher hergebracht. Mit ihnen wirklich nachher eins zu sein. Sie haben meinen Namen gerufen. Ich habe mit ihnen Bier getrunken. Wir haben noch Schnupftabak. Das ist heute noch undenkbar. Wir haben wirklich dort eine Zeit erlebt, wir haben Angst gehabt, fast dass wir zusammengeschlagen werden von den eigenen Fans. Und 6-7 Monate später sind wir alle in den Armen gelegen, haben Polohofer gelost, sind aufgestiegen. Oder sagen Sie, ein Jahr später. Weiss, ich kann nicht mehr ganz genau von der Zeitspanne. Aber das ist einfach riesig emotional gewesen, so wie schnell es kann im Fußball zwischen, wir hätten zuerst gar nicht wollen und am Schluss hat man fast nicht wollen gehen. Und ich denke, von dort her ist es auch für mich natürlich immer wieder ein IB voll in meinem Herzen. Das ist ganz klar. Ich schaue jedes Wochenende, was IB macht, schaue die Match und wünsche IB immer noch das Beste, ist klar. Salut zusammen, liebe IB-Fans. Am Sonntag ist wieder IB Lugano, wie dazumal. Und ihr wisst, ihr müsst euch die Mannschaft unterstützen. Gegen Tessiner ist nicht einfach, die verteidigen gut. Es braucht also gute Stürme, wo man Goal machen kann, so wie ich einer war. Also, hopp IB, wir werden gewinnen.